Einen wunderschönen guten Tag. Ihr habt jetzt wahrscheinlich einen grauen Bildschirm, denn wir haben ja so eine kleine Bildstörung, oder? Was denkt ihr? Eine Bildstörung? Nein, wir sind hier in einer Wohnung. Und in dieser Wohnung ist eine Crafting Table, ist eine Truhe, ist ein Tisch und in diesen Truhe habe ich jetzt das ganze Zucker reingetan. Und mein lieben Freund, hier ist ein Ofen und hier war ein Bett. Hier ist ein Bett gewesen. Und das hier. Da haben wir reingeguckt. Hier nicht. Sind hier nur vorbeigelaufen und haben so geschaut und haben das Bett nicht gesehen. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Wollte gerade sagen, hier klebt eine Fliege, aber Mitte der Fensterscheibe ist wie so ein kleines Fadenkreuz. Na gut. Ich habe das Zuckerrohr aus meinem Inventar entfernt und wir wollten uns jetzt alle grobe Erde, die wir haben, zusammenkratzen und ja, wollten sie verarbeiten. Übrigens kann man grobe Erde auch mit Erde und Kies zusammenmengen und davon haben wir ja alle Menge. Nehme ich jetzt mal an. Und zwar gehen wir da mal am Anfang ins große Lager. Ins, ich wollte gerade sagen, da fehlt ein Kies, aber da ist das nur sowas. Und die Dorfbewohner, die lassen sich auch nicht mehr so wirklich blicken. Die sind irgendwie verschollen. Aber nur noch ganz tief in der Innenstadt sind da welche. So. Oh, müssen wir schon mal mein Schwert zücken, wenn sie unten schon grummelt. Wir sind auch noch Krust, Stein, was anderes Stein, Eisen. Ist ganz schön viel Eisen drin. Kohle. Und hier ist noch Krust. Hier ist noch was zu essen, also das lasse ich mal für unten. Nein, nicht wegwerfen. Ich trinke immer Q. Keine Ahnung warum. So, Erde. Erde normal. Erde. Granit. Erde. Dann nehmen wir mal hier raus. So ging das. Aber wir haben jetzt 1, 2 und ich tue den mal hier runter. Das sind 3 mal 1, 2, 3, 9. 3 mal 9 sind 27. 3, 8, also 9, 18, 27, genau. Wenn wir einen raustun, haben wir 26. 26 durch 2 sind richtig 13. Das heißt, wir sind jetzt hier einmal 9, 10, 11, 12, 13. So, und hiervon ein halber Stack. Und gehen wir mal aus der Truhe raus, da können wir ja ein bisschen besser ordnen. So, tun das hier hin und das da, das da, das da, das da. Das sind 27. Ja, hier unten waren ja auch noch zwei Stacks, ne? Das sind 28, 29. 29, ein Wechsel 28 sind 14. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Halb. Halb. Ja, falsch, richtig. Hier ist nichts. Ja, das
Es wird alles noch ausgebaut. Wird alles noch ausgebaut. Wir stellen uns jetzt erstmal grobe Erde her. Ich glaube, die gibt es bei mir noch nicht zu kaufen. Aber bei so viel Erde und so viel Kies, da häuft sich das alles an. Man sieht es ja am Pflasterstein. Irgendwann wird es zu viel, dass man das nicht mehr bewerkstelligen kann und nicht mehr halten kann. Es regnet gerade bei mir. So, da können wir jetzt hier nämlich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Haben wir hier gleich eine Werkbank hier drin. Brauchte man eigentlich gar nicht. Ja, genau, so funktioniert das gut. So. So, werden wir sehen, was übrig bleibt. Nee, das nicht. Guck mal, das können wir doch in der Hand verknüppeln. Da geht das viel einfacher. Viel einfacher. Foto machen. So, jetzt haben wir schon mal das. Jetzt legen wir uns noch mal schön schlafen, weil es ist Nacht. Jetzt fangen wir mal an. Und zwar die Strecke vom Ausgang der Höhle. Das wäre ja hier. Das wäre hier. Können wir ruhig hier alles ausfüllen. Ist irgendwo ein Zombie-Naut. Vielleicht ein bisschen berechtigt, ja. Ein Hammer. Tun wir mal dahin. Einer der Haltbarkeit. Die hat Haltbarkeit. Wie machen wir das? Hier gehen wir noch hoch. Dann liegt hier grobe Erde. Muss aber hier auch grobe Erde hin. So. Wenn, dann machen wir es richtig. Dann tun hier Korn wegwerfen, nimmt die Fackel in der Hand, dass wir wissen, was man hier unternimmt. Ich tue die Fackel mal hier hin platzieren. Wie gehen wir jetzt am besten hier hoch? Ich habe jetzt auch normale Erde aufgesammelt. Wenn man jetzt hier sagt, man geht hier wieder einen hoch. Dann ist hier wieder
Probe Erde. So. Tun wir das so. Guck mal. So war das doch was. Wieder an Fahrt gewinnen und hier kann man dann wieder nach oben. So. Na, den kann man schon hier lassen. Nur die zwei ja nicht. Also das kann man gerade nicht aufsammeln. Das ist jetzt gerade sehr kompliziert, wie man die Serpentine hier nimmt. Aber ich würde schon die Linie gern als Koppelstein haben. Wo liegt der Koppelstein hier? Schon mal 17. Das heißt, wenn man die Linie als Koppelstein macht. Dann vielleicht hier schon wieder hoch. Ja, das ist machbar. Haben wir das hier 3 breit. So, kommt hier eine Treppenstufe hin. Müssen wir auch hier ein bisschen ausholen. Genau. Kommt hier eine Treppenstufe hin. Genau, auf die Höhe. Ich glaube, wir können auch bald keinen Stein mehr aufnehmen, ja. Der rückt uns jetzt schon auf die Pelle, der Stein. Wir wollten ja diese Mauer aus Cobblestein haben. Das heißt, so ist das ja eh schon mal.
das wird, was ja eben noch gesehen wird. Nee, so. Sind wir schon auf 64? Hier nach oben. Soll hier der Bogen gespannt werden für einen weiteren Aufstieg? Der denn da hochkommt. Lass mir die grobe Erde einfügen. Aber wir sehen dann weiter in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Das war's von mir. Ich bedanke mich. Bis morgen. Ciao, ciao.